Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe zum Thema deutscher Kolonialismus. Mein Name ist Sarah Pietschmann und ich befinde mich gerade vor dem Deutschen Historischen Museum, mitten im Herzen Berlins. Genau an diesem Ort hat am 14. Oktober 2016 die Ausstellung Deutscher Kolonialismus – Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart seine Tore geöffnet. Doch inwieweit beeinflusst Kolonialismus auch heute noch unser Leben? Dies und mehr erfahren Sie im folgenden Beitrag. Die Ausstellung des Deutschen Historischen Museums schafft mit seinen 500 Objekten sowohl für Jung als auch für Alt einen guten Einblick in die Kolonialzeit. Der Fokus liegt dabei auf den ideologischen und gesellschaftlichen Gründen, die diese Epoche prägten. Bei der Ausstellung wird weder chronologisch vorgegangen, noch werden die einzelnen Kolonien vorgestellt. Vielmehr sollen die Besucher einen inhaltlichen Eindruck bekommen. So werden Führungen, Audioguides und sogar Lektüre geboten, die zusätzlich zu einem besseren Verständnis dieser Zeit verhelfen. Eigentlich zeigen wir und stellen alle Kolonien mit Objekten oder eben mit Objektgeschichten und Fallbeispielen vor, sodass man, wenn man hier aus dieser Ausstellung geht, auch doch einen Überblick darüber bekommen sollte, welche Gebiete waren eigentlich deutsche Kolonien. Aber Afrika spielt natürlich aufgrund der Größe schon eine zentrale Rolle und auch aufgrund der Kolonialkriege, die dort stattgefunden haben. Das sind natürlich im negativen Sinne herausragende Ereignisse gewesen, die mit der deutschen Kolonialzeit verbunden sind und ja, deren Folgen wir heute noch bis in die Gegenwart spüren. Die Ausstellung beinhaltet 8 Themenräume, in denen Akteure, Handlungsräume und persönliche Geschichten aufgeführt werden. Der zentrale Raum der Ausstellung befasst sich mit der Gegenwart und dem heutigen Umgang mit der Kolonialzeit. Mit dieser Epoche begannen Kulturtransfer und Globalisierung. Der Rassismus spitzte sich zu. Nun haben wir schon einiges über die Ursprünge des deutschen Kolonialismus erfahren. Doch inwieweit sind dessen Auswirkungen auch heute noch spürbar? Dieser Frage hat sich ebenfalls das Deutsche Historische Museum angenommen. Cindy Marchuk mit den Einzelheiten. Gerade durch die Industrialisierung wurden neue Rohstoffe und Absatzmärkte benötigt. So expandierten viele europäische Länder und waren auf Kolonien angewiesen. Auch die bis heute bestehende Angst vor einer Überbevölkerung verstärkte den Drang nach Macht. Unterdrückung, Völkermord und Bürgerkriege dominierten kolonialisierte Gebiete. Als Folge dessen flüchten noch immer Menschen aus Verzweiflung nach Europa. Also Kolonialismus ist ja auch eine Form des Verhältnisses zwischen Europa und den nicht-europäischen Regionen. Und zwar ein Verhältnis des Ungleichgewichts. Und zum Beispiel auf wirtschaftlicher Ebene hat man ja teilweise ein Fortleben kolonialer Strukturen. Und man hat ja auch ein Fortleben kolonialer Mentalität. Der Kolonialismus ist eine Geschichte, die längst noch nicht abgeschlossen ist. Das war es auch schon mit der neuen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Sollte nun Ihr Interesse geweckt sein, kommen Sie doch vorbei und lassen Sie sich persönlich von den Ausstellungsstücken beeindrucken.